Guten Tag, heute ist Donnerstag, der 3. Dezember, auch wieder in dem Kalender vom Fotostudio am Längerplatz und heute machen wir das dritte Türchen auf. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Tschüss! Die Geschichte des Weihnachtsbaums. Jedes Jahr vor Heiligabend ist es Tradition, einen Weihnachtsbaum aufzustellen und festlich mit Kerzen, Kugeln, Engeln, Lametta, Lebkuchen und einem Stern auf der Baumspitze zu schmücken. Doch woher stammt dieser Brauch eigentlich? Vor vielen Jahrhunderten war das Immergrün in der heidnischen Kultur ein Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft. So haben Germanen zur Wintersonnenwende Tannenzweige an öffentlichen Orten und vor ihren Häusern platziert. Bereits im Jahr 1419 haben Mitglieder der Bäckerschaft aus Freiburg einen Weihnachtsbaum mit Lebkuchen, Äpfeln, Früchten und Nüssen behängt. Älteste Belege auf einem geschmückten Tannenbaum stammen aus der Zunftchronik des Handwerks in Bremen aus dem Jahr 1597. Von den Zünften ist die Sitte im Laufe der Zeit auf städtische Familien übergegangen. Im 18. Jahrhundert verbreitete sich der Brauch bei hohen Beamten und wohlhabenden Bürgern in den Städten, da Tannenbäume zu dieser Zeit sehr kostspielig waren. Man hat dann in dem 19. Jahrhundert vermehrt Tannen- und Fichtenwälder angelegt, um die Nachfrage zu decken. Der Weihnachtsbaum wurde nach und nach zum festlichen Schmuck im bürgerlichen Wohnzimmer. Man muss sich das mal vorstellen, dass erst Mitte des 20. Jahrhunderts Christbäume in katholischen Kirchen erlaubt waren. Papst Johannes Paul II. Hatte den ersten Baum im Jahr 1982 im Vatikan auf dem Petersplatz in Rom aufgestellt. Mittlerweile ist der Christbaum nicht mehr vom Weihnachtsabend wegzudenken.